Fähigkeit freigeschaltet, Grog vergiften. Drücke E, um Gift auf die Grogfässer zu... um in die Grogfässer zu mischen. Zusätzliches Ziel. 0 von 5 eliminiere Uruks durch Schleichtötung. Dreh dich mal um da oben, bitte. Hier gibt's nichts als ein paar alte Felsen. Schleite dich in die Uruks. Uruks hier solche Angst einjagt. Also durch Schleichtötungen ist aufstehen und ruckel, ruckel, ruckel. Aufstehen und sowas ist zum Beispiel eine Schleichtötung. Nicht runterfallen. Gut. Ich hoffe mal, dass hier jetzt kein Hauptmann drin ist. Weil auf Hauptmann habe ich gerade relativ wenig Lust. Och nee, eine Festung. Ich kann mir erzählen, dass es eine Festung ist. Ich wette, die Sklaven laufen wieder Amok. Und wir werden losgeschickt, um zu helfen. Ich gehe hier nicht weg. Ich habe Besseres zu tun, als dorthin zu marschieren und diesen Maden zu helfen. Festung. Töte 5 Uruks durch Schleichtötung. Der Hauptmann den Grog rationiert, nur weil er meint, wir hätten nicht genug getan. Er befolgt nur die Befehle der Häuptlinge. Die sitzen doch auf dem ganzen Grog. Ich habe gehört, sie lagern ihn in einer Höhle weit oben im Aschengebirge. Er wird von einer Armee von Grogs bewacht. Eine Armee von Grogs, die Grog bewachen? Hört euch doch mal zu! Ich überlege gerade, ob ich die nicht einfach töte. So, zack, zack, und dann die Information nehmen. Seltsame Spuren entdeckt. Aber nein. Also hat der Hauptmann unsere Verteidigung verstärkt. Lieber nicht. Gut. Was auch immer, aber da läuft jemand rum. Kuga ist doch halb blind. Seine Spuren waren. Vergiss dir die Grogfässer, ohne gesehen zu werden. Den da würde ich gerne töten. Aber ich weiß gerade nicht ganz wie. Dreh dich doch mal bitte um. Die Framerate ist gerade etwas schwanger. Soll sich umdrehen. Sieht er mich nicht? Ich glaube, der sieht mich nicht. Jetzt sieht er mich auf keinen Fall. Anschleichen und töten. Anschleichen und töten. Stirb! Den da oben auch noch. Und vergiften. Kein Wunder, dass dieses Zeug so gut brennt. Jetzt mal 4. Dann hätten wir da unten noch 2. Und einen mit Information. Eine Leiche. Einer von uns. Nö. Nö, 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 bitte. Sie haben mich aber nicht gesehen. Dabei habe ich doch so eine scharfe Klinge. War bestimmt nur Ratten, genau. Schleicht da jemand umher? Nein, ich schleiche nicht umher. Verdammt, sei du! Jemand hat ihn getötet! Ich töte dich! Bitte was? Ich hoffe, der Mörder ist weg. Hab heute keine Lust auf Ärger. Bitte was? Haben die sich gerade gegenseitig bekämpft? Ist das eine Schleichtötung? Ja. Ist eine Schleichtötung. Da kommt jemand. Wird leider gleich auch töten. Der wird nichts vom Grog abkriegen. Tut mir leid, aber... Nein. Pardon für die schlechte Kamera gerade, aber besser ging es gerade nicht. Den nehme ich mal von hinten, bevor der mich sieht. Riskiere ich nichts. Riskiere ich nichts, Mensch. Riskiere ich nix, ne? Nix. So.
Nehmen wir das Fass da drüben. Und jetzt nehmen wir das Fass hier. Das ist doch Wahnwitz. Es gibt keinen dunklen Herrscher, nur ihren eigenen Herrn. Dieser Gestank. Unvorstellbar, wie sie das nur trinken können. Da ist noch ein Artefakt drin. So. Die Fässer sind unten, das ist klar. Wenn ich da hinkomme, weiß ich nicht. Ich wüsste gerne, was diese... was das jetzt für Auswirkungen hat. Okay. Das heißt, so kann man dann auch Festungen infiltrieren später. Ist der Cargo frei? Nee, gut. Ich würde gerne den auf der Brücke jetzt töten. Aber ich weiß noch nicht wann. Ich glaube einfach jetzt. Oder? Ich gehe mal in Deckung. Wo ist der andere? Der ist da oben drauf. Du hast es auch gesehen. Was ich sehen konnte, sah irgendwie nicht sehr bedrohlich aus. Hab gehört, wie es mit sich selbst gesprochen hat. Verdammt gruselig, wenn du mich fragst. Es wird uns nicht für immer entkommen. Bald setzen wir seinem Rumgeschleiche ein Ende. Die reden alle über Gollum. Da oben ist eine Wache. Mit der möchte ich eigentlich nichts zu tun haben. Ich möchte jetzt nur die Wache da auf dem... Was den Bleichhäuten hier nicht gefällt. Sie kommen. Es soll schlimm sein, denn so wird man älter. Halt die Klappe. Mit dir redet keiner. Da hab ich nicht gesehen. Von Einbildung. Vollidiot. Da drüben ist noch einer. Ich hoffe, der hat nicht vor, hierher zu kommen. Schade, dass ich den nicht taggen kann. Da ist nämlich mal Informationen für uns. Der da oben hat auch Informationen. Den da oben muss ich auf jeden Fall töten, der sieht uns, wenn er rumläuft. Deswegen, ich müsste eigentlich die Chance nutzen. Ich versuche übrigens gerade die Laufwege zu erkennen. Es war dieses furchtbare Geschrei, das ich gehört habe. Die Patrouille, diese widerliche kleine Marke, die hier umherschlange. Oh fuck, wir hatten gerade gesehen. Ich nehme mal gerade die Informationen trotzdem. Ich hoffe, der sieht uns jetzt nicht komplett, dass ich jetzt noch genug Zeit habe, um einfach Knochenreißer. Anfällig für Fernkampfangriffe und erleidet Schaden durch Kampftotenstöße. Wir wurden gesehen. Ach ja, es macht gerade nicht viel Spaß, die Mission. Die ist ätzend. Rumgeschleiche ist nicht meins. Deswegen mache ich jetzt mal Rambo. Rambo-Kommando. Also da oben, den muss ich gleich töten. Ich mach gerade dieselbe Rotation wie gerade eben. Nur jetzt scheinen die Wachen anders, bisschen anders positioniert zu sein. Vor allem jetzt ist da oben auch noch eine, glaube ich. Ja, da oben ist noch eine. Die mache ich jetzt auch noch weg, bevor hier was passiert. Ja. So. Ist er mir all den Ärger nicht wert? So, jetzt vergiften wir hier mal gerade. Da läuft einer gerade rum. Wunder, dass dieses Zeug so gut brennt. Die wollen hier mehr Schildträger und Bogenschützen statt. Ach, ruckelt doch nicht so rum. Hallo? Sag nicht, mir läuft gerade die Platte voll. Ich pausiere mal kurz die Aufnahme. Tut mir jetzt leid an dieser Stelle. Bis gleich. Ja, so ganz weiß ich nicht, was gerade war.
Ich habe mal die Rohdateien der letzten Aufnahme gelöscht. Aber es wurde mir nicht wirklich angezeigt, dass die Platte voll ist, aber gut. Sicherheit sicher. Und kann ja mal passieren. So, hier war doch vorhin noch einer. Der ist jetzt scheinbar hochgegangen. Also hier mal reinwerfen. Da oben sind es Leute. Dann hier reinwerfen. Mach doch mal. Und das ist ja der Stank. Jetzt da hoch. Wie sie das nur trinken können. Aber die nächsten zwei, die sind halt jetzt schwieriger. Uff. Die Information hätte ich halt gerne. Ich hab Angst, dass man es sieht. Naja, man sieht uns nicht. Zumal ich den ja noch wegbewegen kann. Man sieht uns trotzdem nicht. Gut, Information. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt die alten behalten haben. Nö. Gut, nochmal. Sind das jetzt die gleichen Informationen? Ja, sind die gleichen. Also hätte ich die gar nicht nehmen müssen, habe ich jetzt mir eh nicht gemerkt. Okay, ich kann seinen Kopf zum Platzen bringen. So, da unten sind die. Ich habe dezent Angst. Obwohl, hier läuft keiner rum. Das ist nur der Runde. Welcher ist denn das? Das ist ganz unten. Ja, das Fass steht da. Ich muss auf jeden Fall nochmal ganz runter. Und bei der Gelegenheit werde ich dann auch... Wo bist du vorhin hingelaufen? Mit einem dieser geflohenen Menschen hinterher. So, auf jeden Fall das nochmal reinwerfen. Den Schützen umlegen lassen sollen. Wie komme ich jetzt da rein? Mit ihrer Beute und lassen sie tanzen. Wie komme ich jetzt da rein? Scheinbar rotieren die hier rum. Wer ist denn jetzt oben? Jetzt geht es nur noch zu warten. Komm ich da rein? Jawohl. Nehmen wir das Artefakt noch mit? Ach nö. Komm mit mir. Komm mit mir. Auftrag abgeschlossen, 600 XP und ja. Ich habe etwas in den Schatten gesehen. Das könnte der Waldläufer gewesen sein. Waren wir gerade an dem Ding, ne? Jetzt muss ich ja schon wieder hin. Töte die für Häuptlinge, das traue ich mich noch nicht. Aber ich will das Ding jetzt mitnehmen. Aber das ist halt eine Festung. Wir gehen schön umlegen. Können wir alle Hauptmänner sein? Das Artefakt hier? Moment, ich bin ganz woanders gerade. Fällt mir gerade so dezent auf. Aber da ist aus dem Artefakt und das... Halt die Klappe. Nicht so laut. So. Ich schaue mir das noch an und, ja. Mal gucken, was es ist. Dann nennt auch die auf... einen Haken. Hackenblatt. Okay. Erinnerung ist da. Die hören wir uns da gleich mal an. Er ist nicht ohne Grund eingekerkert. Nur weil er gesagt hat, was wir alle denken. Willst du für immer leben und auf den Feldern arbeiten? Die Elben führen uns mit ihrer Unsterblichkeit vor. Sauron hat recht. Wir können ohne Schmerzen leben, ohne alt zu werden. Und du willst in den Krieg ziehen, um das wahrzumachen? Ich will, dass unser König guten Ideen ein Ohr leiht. Dann sollte er sich nicht mit Sauron einlassen. Gegen den Elben zu kämpfen ist keine schlechte Idee, es ist die schlimmste Idee überhaupt. Sauron wollte also gegen den Elbenkönig kämpfen. Das ist gut. Ich nutze die Tatsache, dass wir gerade 50 Miljarden gekriegt haben. Fließt kein numenorisches Blut.
Ich bin einer der Nordmenschen, ein Vertriebener. Das hat Hallas mich nie vergessen lassen. Ioret war es egal. Für die Eldar sind alle Menschen Untertanen. Flüchtige Besucher, die schon bald die Kreise der Welt verlassen. Okay. Auf jeden Fall, Verbesserung, können wir da jetzt irgendwas holen? Weil das hat kurz aufgeblunken, aber für 70 Dinger, nee, das reicht nicht. Ja. Die Aufnahme war jetzt auch schon wieder lang genug, war ätzend genug. Die erste Folge, die zweite Folge, und die dritte, war alles irgendwie Schwachsinn. Hat mir alles irgendwie nicht so gefallen heute. Ich hoffe, in der nächsten Aufnahme haben wir wieder ein bisschen mehr Spaß, machen ein paar mehr Leute, weil ich hätte gerne ein bisschen mehr Macht. Ich würde gerne ein bisschen Macht aufbauen, damit wir mal so die geilen Moves freischalten. Aber ich glaube, dazu müssen wir uns ein bisschen durch Saurons Armee fressen. Vielleicht kriegen wir auch irgendwann mal hin, Zatra zu besiegen. Weil der brennt ja nicht gerne, vielleicht kriegen wir den irgendwie zum Brennen. Man kann ja auf Fässer oder so Feuerstellen schießen. Weil ich weiß halt nicht, ob der in der Nähe von einem Fass oder einer Feuerstelle ist. Oder wir haben Glück und vergiften einfach Grog und er will Grog trinken und stirbt. So ganz per Zufall. Vielleicht kriegen wir es hin, vielleicht auch nicht. Ja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald. Ja, danke, dass du dieses Video komplett angeguckt hast. Hier oben rechts findest du den Link zum Special vom letzten Wochenende und oben links den Link zum derzeitig anderen LP, was doch neben diesem läuft. Vielleicht kannst du da ja auch mal vorbeischauen. Es würde mich sehr freuen. Danke.